Grüß euch, ich bin's der Lukas. Jetzt geht's ums Thema Auffällen, Bindung umstellen, Schuhe umstellen und loslaufen bei der Skitour. Und dazu zeigen wir euch jetzt ein paar Tricks. Als erstes stelle ich meinen Ski einfach mal so in den Schnee, dass er sauber ist, dass kein Schnee drauf ist auf dem Belag. Das ist ganz wichtig, damit das Fell gut klebt. Dann öffne ich meistens schon meinen Skischuh, dass ich gut stehen kann. Machen wir ein bisschen Plätzle und dann kommt das Fell drauf. Ganz am Anfang hänge ich das Fell einmal oben ein, lege den Ski so her und kann den das Fell gut aufziehen, schön mittig platzieren und hinten zu machen. Achtung, dass kein Schnee zwischen Fell und Belag ist. Das nochmal anstreifen, dann stelle ich meine Bindung um, ziehe den Stopper. Und dann ist der Ski fertig zum Aufziehen. Beim Aufstieg ziehe ich meine Jacke aus, laufe ein bisschen leichter bekleidet, weil es wird sowieso gleich warm. Wenn es jetzt windig ist, dann habe ich gerne die Gore-Tex-Jacke. Ansonsten, jetzt ist die Temperatur genau richtig für die Primaloft. Und mit der laufe ich jetzt mal los. Händchen hänge ich mir immer daher. Dann ist sie griffbereit und beim Laufen ist es auf einer oft einmal ohne Handschuhe zum Gehen. Jetzt haben wir die Bindung umgestellt auf Gehen. Wir haben den Schuh von Skifahren auf Gehen umgestellt, also die Verriegelung geöffnet. Die obere Schnalle vom Schuh haben wir geöffnet und jetzt können wir loslaufen.